Hallo und willkommen zurück zu Mighty Pirates vs. Hosenkorb. Wir sind gerade dabei, um mit Mistcraft rumzuspielen, beziehungsweise Sanga oder Flo ist gerade dabei, die Einrichtung zu vergrößern. Need more chests. Die Kisten sind alle voll. Da muss Not man enough irgendwie mal. chests, Mod. Wir könnten auch mal die, wie heißen sie, die Tin oder sonst was, Copper-Chests nehmen, die sind kleiner und größer. Holzhammer genug. Aber kleiner ist gleich mehr Chests. Aber wir haben genug Holz. Wie auch immer. Ich nehme jetzt hier eins. Wir wollten ja Papier herstellen. So der Plan. Okay, du machst gerade irgendwas mit Compressed Sawdust. Ich? Ach so, ja, ich mache ein bisschen Charcoal zum Spaß, weil was soll man mit dem Zeug sonst machen? So, dann habe ich hier diesen Quicklime. Haben wir einen Eimer gerade rumliegen? Keine Ahnung. Dachte ich jetzt auch ein, da Ja, ist das sind einer. zwei. So, und ich glaube, ich komme jetzt mal langsam wieder zurück, weil erstens ist es mir jetzt so gefährlich mit vier Diamanten im Gepäck und zweitens habe ich keine Fackeln mehr. Ja, in dem Fall. Das ist ein gutes Argument, um zurückzukehren. So, was brauchte ich noch? Holz, glaube ich. Oh, vier Papier. Ich dachte, da kommen mehr raus. Das habe ich falsch gemacht. Oh, shit. Ich hätte das ganze Holz hernehmen müssen. Jungle Wood. Dann wären es 16 gewesen. Ah, Ah, Mist. naja, wir haben Aber genug. das nächste Mal. Wie kommt da noch raus? Ah, ist das letzte. Gut, dann mache ich da noch eins. Dann haben wir nämlich gleich 20 und dann ist doch gut. Sind, da ist es hin. So, los geht's. Yikes. Quicklime. Holz habe ich gehört, haben wir mal gefunden. Ja, so ein bisschen. Und Gefunden. Im Garten. nicht ernsthaft, oder? Ah, da ist der Bucket. Ich dachte schon, der Bucket ist weg. Was mir ungefähr ziemlich peinlich wäre. Hat er sich Aber in was Luft kommt? aufgelöst? Okay. Salz kann man aus Wasser herstellen. Was braucht man denn Salz? Fürs Für Essen. Achso. Rotary Craft oder Reactor Craft, sagte das. Gut, wir haben 20 Papier. Cool. Dann habe ich schon wieder vergessen, was ich damit anfange. Nachher Zeiten beschreiben. Moment mal, wir brauchen auch auf jeden Fall ein. Also wir brauchen alle mal ein Linkbuch. Ja, genau. Aber. Weil sonst kein Spaß. Naja, jeder, der irgendwo durch ein Portal geht. Wie Oder hat man das beziehungsweise der Erste hergestellt? Man zumindest, sieht wenn wieder keine man. Rezepte. Wie hieß denn das? Ist das Bookstand? Oder ja, da. Bookstand. Ja, ich baue mal ein paar Bookstands, glaube ich, zum Mitnehmen, weil dann kann man das Klingt Buch gut. zum Zurückweg einmal hinsetzen und jeder kann durchgehen, aber auch nicht tausende. Ja. Sollte ich das Teil jetzt in den Writing Desk oder in Bookmix? In Inkmixer packen, ich weiß es nicht mehr. Ein Inkmixer, um Linking Page zu kriegen, meines Okay. Wissens. Kommt da jetzt Ink, Ink, Ink. So, wir haben Ink. Yay, Und eine yay. Glasbottle. Ne, eine Ink Bottle. Wir könnten hier oben mal Wasser hin tun, dann müssen wir nicht die ganze Zeit mal laufen. Ja, das wird sich anbieten. Irgendwo einen schönen Silberohr geht Trog nicht, zu oder? machen. Zum Pulverizen? Keine Ahnung. Irgendwie? Was Weiß ich geht nicht. nicht? Silber Iron? sollte eigentlich. Iron? Oder ist kein Platz mehr? Kann das sein? Oder ist Nö. verstopft durch was anders. So, jetzt habe ich hier mal diesen komischen Basaltkobbel gerade Ah. genommen, weil ich nichts anderes hatte. Hopper. Genau. Lepper. Indium. Tin. Kupfer. Okay, keine Ahnung. Keine Ahnung, ist Ich immer glaube, gut. die haben uns gemeint, oder? Womit? Ja, seid ihr im Ich Aufnahme? hab's nicht gelesen. In welcher Aufnahme wir sind? Ah. Das war gerade bei mir zu dunkel.
Das Inventar offen. So. Okay, ich schmeiße jetzt einfach mal alles hier rein, weil... keine Ahnung, weil, was nicht geht. Ja, jetzt hustet da noch jemand im Flur. Sehr viel los. So, viele Kisten. Such den aus. Was? Sie haben anscheinend Probleme mit weltzerstörenden Viechern. Okay. Ja, die 5 Minuten. Dann machen wir eine Pause, oder? Ja, wir schneiden jetzt mal kurz. Genau, und dann sind wir gleich wieder da. So, und da sind wir wieder. Wir haben gehört, dass wir ein kleines Ogre-Problem hatten. Angeblich. Angeblich sind die bei uns auf dem Dach rumgehüpft. Schauen wir uns doch mal kurz an. Nicht, dass da jetzt irgendwas fehlt. Die Frage ist, welches Dach, aber... Aber zumindest hier... Naja, da fehlt tatsächlich was. Ich weiß aber jetzt nicht, ob da vorhin nichts stand. Wo? Oh, das ist das Loch im Baum. Das meinte ich eben. Das Loch im Baum, okay, ja, gut, das weiß ich. Und hier, also ich glaube, hier ist irgendwie was explodiert oder sowas, gell? Ja, yep, die haben ja was kaputt gemacht. Yep. Böse Oger. In der Tat. Aber die Oger sind jetzt eliminiert, sie sitzen jetzt wieder bei Spawnrate 0. Weil Sachen, die... Zeug kaputt machen. Kaputt machen, ist Spaß. Böse. Da sind wir uns mit den Hosenkorblern einig. So, was macht denn das Gras? Das wächst nicht nach oben, habe ich den Eindruck. Böses Gras. Das ist scheiße. Dann muss ich mir mal was anderes überlegen, wie man das Ding da hochkriegen kann. So, irgendwo hier haben wir doch bestimmt Dirt. So, ein Stack sollte mir doch bitte reichen. Gut, so. Juhu, aber Jetpack und laut. Gut. Dann pflanze ich mal den Baum nach. Das ist ein bisschen Stamm. Irgendwie. Blättern wird ein bisschen schwieriger. Irgendwie. Ja, ist da unten schon wieder der Redstone-Dingens da aus. Redstone-Dingens da aus. Der Steam Dynamo. Ja, der ist Exporter, glaube ich, borgt. Ich weiß aber nicht warum. Hab jetzt mal noch mehr rein. Ja. So, muss mal schauen. Also ich wollte es eigentlich gerade machen, aber mal ist das Haus doch erst repariert. Wenn man schon nicht eventuell eher Item Ducks anschließt, die einfach gnadenlos das Zeug raus exportieren, dann geht das vielleicht besser. Jo. Dann wollen wir mal schauen wegen Mistcraft? Ja. Wie gesagt, jetzt schaue ich noch, glaube ich, dass ich das mit dem Item Ducks mache, aber dann auf jeden Fall. Wie viele Diamanten haben wir jetzt eigentlich? Ich habe 4 gefunden. Sind die schon drin? Die sind in der Kiste noch, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, ob man die produzieren kann. Ah, die sind da drüben. Okay. Ja, wie gesagt, ich kann wahrscheinlich... Ich habe den anderen gelegt. Wir hätten jetzt übrigens 12 Diamanten. Okay. Wenn ich mich recht erinnere... Könnte gerade reichen. Brauchte man... 4... 8 plus 3 sind 11. Mhm. Sehr gut. Ich wäre ja mal dafür. Ja, wir brauchen halt noch ein bisschen Strom dann auch. Ja, aber wir haben ja hier schon Basic Energy Cube. Ja, der wird bloß nicht allzu lang reichen. No lag incoming, indeed. Richtig. Okay, bei mir ist alles noch in Ordnung, außer dass die Tür wieder vor meiner Nase zuknallt. Soll ich dann mal anfangen, die Gears zu bauen, oder? Kannst du machen. Dann brauchen wir 5 Iron Gears, das ist... Warum exportiert der da nichts? Nein. So, wie viel Weizen haben wir denn mittlerweile? Ach ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stacks. Das ist doch schön. 1, 2, 3, 4, 5. Wo ist denn der... Da.
5. Ja, das ist natürlich. Ja. So, Eisen war noch mit Stein, genau. Das müsste Oak sein. 5 durch 4 sollte noch reichen. Perfekt. Und 2 Gold noch. Also. Richtig, 2 Gold, ja. Naja, so. Bleibst du drin? So, dann hätten wir schon mal 2 Gold. Ach, ich habe die Diamantgier übersehen. Da muss ich ja nochmal von vorne anfangen. Ja, super. So, was baut ihr jetzt noch ein bisschen weiter oder soll ich nochmal direkt graben gehen? Also ich baue jetzt hier gerade, wie gesagt, an dem Quarry. Okay. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Wie repariere ich denn meine Pickaxe? Mit dem Tinkers, ich habe ja keine Ahnung davon. Indem du in die Station hier, in die Toolforge gehst und ich glaube das Teil reinlegst. Genau. Und dann jetzt noch ein Material dazu legst, also Stahl in dem Fall wahrscheinlich, oder? Ja. Stahlbarren, oder wie? Mhm. Okay. Ups. Wo sind denn die gelagert? Die liegen noch gar nicht, wir haben noch keine, du musst sie herstellen. Ugh. Gut, also. Ding, 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 ding. 2 mit Eisen. Wie ging das nochmal? Ich hab's irgendwie die Übersicht verloren. Das war mit Kohle, oder? Ja. Ah, Steel Dust teilt sogar besser. Und Steel Dust war dann auch mit Kohle wieder, gell? Nee. Auch wieder Kohle, ja. So. Dann haben wir jetzt 2 Diamant-Gears. Und? Sehr schön. Dann jetzt auch gleich eine Diamant-Pickaxe. Das ist eine Pickaxe und ich brauche wirklich eine Pickaxe. Ja, sehr schön. Das wäre jetzt doch etwas verschwenderisch. Und dann noch ein Redstone. Und dann haben wir gleich einen. Ich finde das letzte Ding nicht. Habt ihr doch hier. Quarry! Tada! Wie heißt Quarry? Sehr schön. Der kommt dann direkt wieder in die Kiste. Ich weiß gar nicht in welche. Hauptsache erstmal haben. Genau, erstmal haben. Jetzt können wir nämlich einsetzen. Hier klingt doch nicht schlecht. Klappt das bei dir? Ja. Sieht doch gut aus. Ja, passt doch. Und jetzt? Einfach nehmen. Jetzt nimmst du sie raus, ja. Okay. Und mit einem hattest du sie schon repariert. Dann gehe ich mal wieder buddeln. Und tschüss. Bye bye. Ja, du bist gerade draußen. Also Flo. Ja, ich versuche jetzt irgendwie da mal Zeug anzukriegen, aber ich bin gerade nicht ganz sicher, ob irgendwas passiert. Irgendwie ist das mysteriös. Mystery Craft. So, wo war denn jetzt mein Eingang, wo ich vorhin runter bin? hier. Also jetzt sind 21 drin, keine Ahnung, ob das... Ja, weil ich vorher 32 reingelegt habe. Okay, das erklärt einiges.
Oh, ich tue mal meine Kohle wieder rein, dann kommt nämlich vielleicht Charcoal. Ich bin gerade auf die Idee gekommen, vielleicht wäre es ganz hilfreich, wenn ich Fackeln mitnehmen würde zum Buddeln. Ach. Warum geht die Charcoal eigentlich nicht rüber? Die Charcoal nicht rüber. In den Steam Dynamo. Weiß ich nicht. Ich übrigens auch nicht. Moment, das ist hinten. Hinten ist die Seite, oder nicht? Ja. Hinten ist es unten rechts. Ja, das war vorher noch blau. Aha. Warum das? Weil, keine Ahnung. War doch mal. Hä? Jetzt frag nicht mich, ich weiß nicht. Irgendwie. Also diese Item-Duct-Dinger, die können aber schon. Let me test this. Pneumatic server must be installed for control. Steht da oben jetzt. Ja, das ist irgendwas anderes, glaube ich. Also das klingt so danach, die Logik hat sich geändert. Weil wir haben keinen Pneumatic Servo. Naja. Vielleicht brauchst du den fürs automatische. Wie ging das Ding? Pne. Zwei Glas, zwei Eisen und Redstone. Okay, das geht ja. Zwei Glas. Rechts, rechts, oben. Eisen. Zwei Eisen. Irgendwo hatten wir mal Redstone da. Let's see if this works. Fütterst das du schon? Das auch nicht funktioniert. Hast du die Kühe eigentlich mal wieder gefüttert? Ich habe die eben gefüttert, ja. Sehr gut. Die eine läuft ziemlich panisch rum. Ich glaube, die hat Angst, geschlachtet zu werden. Die anderen stehen ziemlich gelassen und strecken mir den Hintern raus. Aber die läuft gerade amok, gefühlt. Boom, boom. Was hast du dir gegeben? Drogen. Ich glaube auch. Auf ich glaube definitiv. Also, zoom. Damit. Sie sollte in der Formel 1 mitmachen, die wäre definitiv die schnellste. Das ist sehr lustig. Die schnellste Maus von Mexiko. Die schnellste Kuh von Mexiko. Von Minecraft. Fängt auch mit M an. Irgendwie. Immer noch nicht. Puh, ist der Gang lang. Das ist doch schon mal was. Das ist nicht, was ich will. Ja, aber irgendwie ist auch die Config weg, die früher mal da war. Welche Config? Was du exportieren willst, oder war das wieder was anderes? Du meinst den Sorter unten drunter. Ja, ah, der ist unten, okay. Beim Sorter kommt auf jeden Fall mal jetzt... Ja, was heißt jetzt da was? Ja, ja, die anderen bloß. Also, der hing ja vorher auch noch dran. Und aus irgendeinem mysteriösen Grund. Ey, hier ist ja überall Laber. Mag der da nicht rein exportieren. Ja, und hier nicht raus. Ja, und aus dem unteren auch wieder. Genau, der hier mag auch nicht. Haben wir noch. Also. Ja. Die Sorte oder was? Die Pipes, da ich das anders belegen kann, jetzt kurz zum Testen. Jetzt ist da der Strom wieder im Weg. Wer würde hier Strom hinlegen? Tja. Na, das waren die wir schon mal benutzt hatten. Oder? Richtig. Ja, nee, das interessiert ihn voll nicht, dass er da was durchexportieren sollte eigentlich. So, da das Dark Red Export. Nö. Weil, warum auch? Dark Red ist. Oak, das gut, da sollte Oak. Es sein. Und da gibt's etwas Oak. Ja, ja, etwas. Richtig. Außer das Lustige ist, aber auch das Item-Duct hier macht nichts.
Dark Aqua, Aqua haben wir. Ja, haben wir. Ja, das ist das andere. Aber ich meine, irgendwas schickt, also die Saplings schickt er ja raus. Ja, ja, eben. Alles geht bis auf diese Furnace hier. Ich habe dann so die Befürchtung, dass ich in der Furnace. Ich mach mal hier die nochmal weg. Ich brauche mal die Furnace neu. Irgendwie. Hm. Diamanten und Lava. Hurra. Hast du jetzt die Lava in die Diamanten geschippt? Das ist echt sehr. Nee, noch nicht. Der Fuck. Ah, jetzt lag. So, jetzt. So, kann der von vorne Strom nehmen? Dann kann ich ihn mal so umsetzen. Ja, kann er. Wirkt immer noch nicht so, als ob es geht. Dann ist der Input. Dann ist der. Ja, viel tut er nicht, ne? Auto-Eject. Was ist. Ja, nee, das sollte eigentlich. Keinen Einfluss drauf haben. Das ist doch. Und wenn jetzt eine Chest hinbaust? Über da das unten? Dark Red? Über das Dark Red? Ja, so dass es halt ins Dark Red rein muss, sozusagen. Also. Ach so. Ist gerade eine Chest. Da, wo du halt stehst. Oh, da ist ja überall Lava. Auch nichts ja raus. Sollte dann doch, oder? Ja, sollte man annehmen. Was ist denn jetzt? Soll ich mal Auto-Eject machen? Ja. Mach mal. Aber da wird sich nicht viel tun. Nö. Hat sich jedenfalls vorher auch nicht viel getan, als ich was gemacht hatte. Ich find's interessant, dass der Sorter halt funktioniert für das da hinten. Ja, richtig. Und für die andere Schmelze. Ach, die geht. Ja. Richtig. Wow. Schock. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Oakwood liegt oder. Let me try this. Ich mach mal. Nimm ihn doch mal raus. Nimm mal die. War ich das? Nee. Mach mal das zu Dark Red. Die faule Farbe. Ich glaube halt, er geht wieder von oben nach unten durch und wenn er für eins nichts findet. Aber es geht ja bis zum Jungle. Also ich meine, der Aqua geht ja auch. Macht er auch, packt er auch was rein. Der ist voll, also. Ja, irgendwie dieses Dark Red Mager gefühlt nicht. Nachdem ich ihm jetzt gesagt habe, mach mal in Dark Red, macht er es nicht rein. Also ich habe jetzt hier gesagt, das soll eben. Irgendwie sind diese Item Ducts aber jetzt auch komisch drauf. Das hat nämlich letztes Mal funktioniert, dass er das da rausgenommen hat und dann. In die Dynamos reingepackt hat, aber das interessiert mich jetzt auch überhaupt nicht mehr. Jo. Und außerdem ist es mal wieder soweit. Wie immer. Immer. Ja, wir werden mal schauen, dass wir das Problem jetzt noch lösen. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Folge mit einer Lösung für dieses Problem. Optimist. Ja. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.